an der Ecke meiner Lieblingsbar redet man ganz ehrlich erst nach zwei. An der Ecke meiner Lieblingsbar ist egal wann ich komme, immer ein Platz für mich frei. An der Ecke meiner Lieblingsbar muss irgendwann jeder einmal vorbei. An der Ecke meiner Lieblingsbar erzählt man oft nur den größten Scheiß. Man kommt von dem zu dem und von einem zum anderen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Heute nur in, sag ich mal, der Hälfte der Band. Eigentlich seid ihr ja zu siebt. Ihr seid quasi heute zu siebt. Und ihr macht deutsche Pop- und Rockmusik und habt gerade euer erstes Album fertiggestellt. Richtig. Genau. Und ich habe gesehen, ihr habt das mitgebracht. Ja. Natürlich. Wenn man über was quatscht, dann ist immer dabei. Dann. Zeig das mal in die Kamera. Das Baby. Jetzt kann es laufen, ne? Nach Hause kommen, aber auch viel Fernweh, oder? Kann man das so sagen? Oder wie würdet ihr das thematisch zusammenfassen? Ja? Skeptisch geguckt. Ich finde, dass du es ganz gut beschrieben hast, ja. Also es geht vor allem aber auch um teilweise tiefgründige Dinge und teilweise auch um das Ziel, was auf die Tour betrifft, nach Berlin zu kommen, was wir dann irgendwann erreicht haben. Ja. Ihr seid ja schon relativ lange am Musik machen. Wann genau habt ihr angefangen? Vor nicht mal 2 Jahren. Dezember 2020. Also mit dieser Band? Ja. Also ich habe das Gefühl, ihr seid so strukturiert nach vorne. Es läuft, glaube ich, ganz gut, oder? Also ich habe das Gefühl, ihr habt so einen konkreten Plan. Nicht ja, so, auf jeden Fall. Nicht so als reines Hobby, wir machen jetzt Musik und gucken mal, was passiert. Ja, also es geht da irgendwie schon so Schritt für Schritt. Ja. Das war schon von Anfang an unser Ziel, dass wir wirklich gut schnell vorankommen und wirklich da so einen Tunnelblick haben, wo wir hinwollen. Gab es für euch so einen besonderen, so ein Schlüsselerlebnis oder so einen Moment, wo ihr sagt, das hat uns jetzt richtig weitergebracht oder da ging es so, hat es einen Schub gemacht? Ich glaube, der zum einen der McKenzie-Contest war dann ein großes Spiel, wo natürlich dann die großen Clubs gekommen sind, so wie LKA zum Beispiel. Backstage-Werk in München. Und wir natürlich vor ganz vielen Leuten spielen konnten und da uns präsentieren konnten. Und da natürlich auch schon Referenzen hatten, wo wir schon gespielt haben. Ja. Ich denke auch, dass die Tour echt war. Das auch. Ja. Also mit der Cola-Tour war halt schon ein Punkt, der uns auch echt zusammengespielt hat. Weil wenn du überhaupt gar keinen Tag mehr frei hast und jeden Tag in einer anderen Stadt bist, dann ist das schon sehr, sehr, sehr cool. Ja, und auch das Coaching dieses Wochenende davor, das wir hatten mit dem sehr coolen Bereich Dozenten, das hat uns da schon zusammengeschweißt und hat uns, glaube ich, auch musikalisch und bandtechnisch sehr vorangebracht. Noch. Das war unsere eigene Worte bestimmt. Ihr habt ja jetzt bei vielen Bad Contests schon mitgemacht und immer sehr gut abgeschnitten, wenn nicht sogar gewonnen. Das ist ja bei vielen Bands so strittig gesehen mit den Bad Contests. Viele sagen, das ist so eine Abzocknummer, gerade immer ganz sehr oft irgendwie in der Kritik. Was hat euch dazu bewegt, euch da anzumelden und mitzumachen? Also erstmal natürlich der Punkt, dass du nichts zu verlieren hast, wenn du gerade erst angefangen hast. Es ist, glaube ich, für eine Band, die zwar eigene Musik hat, aber noch nie aufgetreten ist, sehr schwierig überhaupt an Gigs zu kommen. Und du hast ja erstmal nichts zu verlieren, wenn du im ersten Jahr, also unser Plan war, im ersten Jahr solche Contests mitzumachen und überhaupt erstens mal Auftrittspraxis mit der Band zu bekommen und zweitens, du kriegst auch bei recht vielen Contests recht hilfreiches Feedback, was man im ersten Jahr schon einen auch weiterbringen kann. Und das war schon auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, ja, im ersten Jahr ist es vollkommen okay. Gab es auch irgendwie schlechte Erfahrungen? Das war jetzt nicht, das ist ja noch nicht weitergebracht? Oder? Natürlich, also ich würde sagen, dass 80% letztendlich dann im Nachhinein vermeidungswürdig gewesen wäre. Okay. Aber das weiß man eben vorher nicht und irgendwo ist es dann doch so, dass vielleicht ein, zwei Publikum sagen, die Musik
so geil, dass ich mir das Album kaufe. Hm. Habt ihr dann irgendwelche Empfehlungen vielleicht für Leute, die jetzt vielleicht kurz davor stehen, bei so einem Contest mitzumachen, was man sich vielleicht vorbereiten kann oder was einen weiterbringt oder vielleicht mit welcher Erwartungshaltung man sich überhaupt an so einem Contest dran wagen? Mit keiner. Also man sollte einfach Spaß haben auf der Bühne, man soll sein Ding machen. Und ganz egal, was da rauskommt, das ist eigentlich das Wichtigste am ganzen Contest, dass man Spaß hat und musikalisch das auf die Bühne bringt, was man auf die Bühne bringen möchte. Was ich halt jedem raten würde, ist, die Zeit auf die Grenzen zu halten und nicht quasi jahrelang damit zu machen, weil irgendwann muss halt ein echter Punkt sein, wo man sagt, okay, wir wissen jetzt, woran wir sind, wir brauchen es. Gut. Ihr macht ja nicht nur hobbymäßig oder inzwischen ja schon professionell, aber nicht nur in eurer Freizeitmusik, sondern auch beruflich. Richtig? Ja, ja. Ich muss gerade so lachen, weil er kommt gerade von der Probe noch nachher mit zu einer Probe. Ja. Also, vor allem wir drei leben halt wirklich davon los. Ja. Was macht ihr da genau? Ihr doziert auch? Sagt ihr das auch? Ja. Ja. Was genau bringt ihr da euren Schülern bei? Nein, habt ihr so spezielle Fächer? Ja klar, also unsere quasi die Instrumente, die wir sowieso spielen. Eine Keyboard zum Beispiel, das ist Klavier oder Geige oder Gesang und ich Schlagzeug und teilweise Gitarre. Und genau, wir machen noch Vorlesungen für Musiktheorie und Songwriting und so weiter. Und, genau. Also euer ganzes Leben dreht sich rund um den Song. Sowieso. Gut. Was inspiriert euch denn am Musikmachen? Habt ihr Vorbilder oder Gelegenheiten, Stimmungen, wo ihr habe ich überhaupt selber Musik zu machen oder ist das einfach so ein permanenter Zustand, wenn man Musik ist immer? Ich würde sagen beides. Ja? Also sowieso ein Zustand, sowieso immer, weil das ist einfach eine Leidenschaft. man kann gar nicht anders. Ja. Und das andere mit Vorbilder würde ich genauso sagen. Also was mich jetzt betrifft, ich habe auf jeden Fall ganz, ganz viele Vorbilder und wo ich mir auch häufig auf YouTube-Videos anschaue oder auf Konzerte gehe und einfach dann mir noch Sachen abschauen kann oder Lust auf Neues kriege oder Ideen für neue Songs bekomme, die mich dann, wo ich dann irgendwie, keine Ahnung, wenn der Rhythmus total inspiriert hat, wo ich sage, hey, boah, das wäre mal was, ins Repertoire oder in einen neuen Song mit einzufügen, zum Beispiel oder so zu verändern, dass es dann passt. Also beides, trifft beides so. Ja. Hört ihr dann anders Musik als jetzt ein normaler Verbraucher, sag ich mal, wenn ihr es auch irgendwie, wenn ihr so einen professionellen Hintergrund auch habt? Also ich weiß nicht, wie jetzt ein normaler Verbraucher Musik hört. Ich höre, also ich bin Schlagzeuger, ich höre natürlich immer auch Schlagzeug. Ja. Oder zumindest fast immer. Und bin zum Beispiel gar kein Texthörer. Okay. Ich höre nur auf die Musik. Wenn jetzt ein Text nur noch lalala und mir geht's scheiße und mir geht's gut und irgendwie gar keinen Sinn macht, ist mir völlig wurscht. Mir geht's nur um die Musik und um das Arrangement. Okay. Und bei der E-Mail ist es eigentlich alles. Ja, wobei noch verstärkt Text, würde ich sagen. Also die E-Mail sagt mir dann genauso, ach, der Text gefällt mir nicht so und so, echt, und okay. Ja, also, mir ist die Musik wichtig. Also ich bin, glaube ich, nur so ein Textmensch. Also ich bin eher der auf den Text achtet und die Musik ist so nebenbei. Ich höre auch so viele Feinheiten nicht, wo meine Freundin sagt, oh, das war jetzt aber irgendwie out of tune oder das hat aber irgendwie nicht harmoniert. Und ich sage, ja, sag ich jetzt, habe ich gar nicht gehört. Geht bei mir völlig unter. Wie ist es bei dir? Ja, auch eigentlich ähnlich wie bei ihm. Ich bin auch... Na super! Für was schreibe ich denn überhaupt Text? Das ist ja schön, dass wir dann da jemanden haben, der den Text gut schreiben kann. Ich bin auch nicht... Ich bin auch nicht so der Textmensch eigentlich. Und also ich glaube, dass dann schon jeder Musiker irgendwie anders die Musik auch hört und macht. Da ist vielleicht dann teilweise auch eher die Schwierigkeit, dass man dann auch mal vielleicht wieder die Distanz da gewinnen muss, dass man es auch mal einfach von außen anhört und nicht nur, jetzt gerade wenn man selber Musik schreibt, dass man da teilweise zu tief drin ist und dann irgendwie gar nicht mehr so einen Blick fürs Ganze hat. Aber sonst generell ja, auch die eigenen Instrumente ist wahrscheinlich so das Häufigste, dass jeder mehr auf sein hört oder mehr Klavier und ich spiele auch Bass. Eher darauf achtet, das Schlagzeug. Bei mir ist so, ich höre zwar sehr auf den Text, aber auch sehr auf die Musik, aber eher auf die Musik als Ganzes und auch das, welche Harmonien da verwendet werden, welche Töne und weniger als auf das Arrangement. Gut, ich schreibe euer Album hier nochmal
in die Kamera bis nach Berlin. 9 Titel sind da drauf. Wie ist das entstanden, das Album? In welchem Zeitraum? Also die Songs selber gibt es ja schon teilweise länger. Ja. Eigentlich schon seit Anfang der Bandgeschichte. Zumindest teilweise, ja. Manche sind jetzt auch im Laufe der 2 Jahre einfach dazugekommen oder noch relativ frisch. Ich glaube, der neueste ist tatsächlich bis nach Berlin. Mehr sind nicht mehr. Ja, stimmt, den haben wir auch noch. Ich glaube, 2 Songs davon haben wir auch noch gar nicht live gespielt. Ja. Und sowas von egal ist auch erledigt. Genau, und so ist es eigentlich, also die Songs so jetzt über die letzten 2 Jahre entstanden, kann man so sagen. Das Album tatsächlich jetzt in nicht mal einem Jahr. Das ist ein Debütalbum, glaube ich, ganz gut. Also, wir hatten halt auch, da das Studio in Bayern ist, nicht immer die Möglichkeit aufzunehmen, weil wir halt, wie gesagt, in Baden-Württemberg viel machen. Aber ich denke, für die Zeitspanne, die wir uns da reingelegt haben, war es ganz gut. Ja. Was war das so für eine Erfahrung, im Studio zu sein? Ich glaube, für uns ist jetzt nicht so was Neues im Studio zu sein, natürlich, aber es ist auf jeden Fall toll, die eigenen Songs zu machen zu dürfen, ja. Und da einfach live dabei zu sein und zu sagen, wie man es gerne hätte, einfach wirklich Teil des Ganzen zu sein. Der Favorit von dem Album, wenn ich dich jetzt frage, was musst du denn anhören? So einen guten Einblick zu bekommen. Das Ganze. Ja, von vorne bis hinten. Wir haben auch ein bisschen rumgefragt natürlich, was am besten ankommt. Und mein persönlicher Lieblingssong ist mehr als ich mit. Aber so von den Rückmeldungen her, glaube ich, schenke mir noch so mehr. Ich bringe uns heim. Komm, lass uns doch im Regen tanzen. Hey, lass uns doch verstehen, wie gut es uns geht. Denn alles, was wir haben, ist ein Luxusproblem. Dann geben wir das einfach mal so weiter mit dem Tipp, sich aber das ganze Album auf jeden Fall anzusehen. Unbedingt. Es sind sehr unterschiedliche Songs. Ja. Und ich denke, wenn man nicht alle gehört hat, dann hat man einfach so ein... Ich habe gesehen, es gibt da ja auch so einen sehr schön vorbereiteten Album-Trailer. Ich habe gesehen, du warst bei The Voice, das wusste ich gar nicht. Ja, 2012 bei der zweiten Show. Okay. Hast du da auch irgendwie so eine Anekdote, die du erzählen kannst? Wie war's? Ist das so, wie man das im Fernsehen hat? Also das, was man natürlich wissen muss, es ist eine Show. Ja. Und das, was ich halt an Voice persönlich so krass fand, war, dass es halt, ich glaube, es gibt keine schlechten Sänger. Also von Anfang an war es halt wirklich so, dass da bei jedem Casting, weil es sind ja vor dem Fernsehen schon 5, 6 Runden, bei jedem Casting, wo ich war, waren halt unglaublich viele, unglaublich talentierte Sänger. Und das ist halt schon der Wahnsinn. Was halt richtig cool ist, ist, dass du dann, wenn du dann wirklich auch zur Fernsehrunde und weiterkommst, dass du halt immer mit super Musikern zusammen bist, auch quasi abseits von der Show. Das eröffnet halt auch so eine recht coole Möglichkeit. Ich habe viele Kollegen, die da jetzt nicht mal unbedingt so weit gekommen sind, aber die trotzdem dadurch auch die Connections gemacht haben, um wirklich auch cool die Musik zu machen. Sang und Klang uns von der Bühne verstehen.
darstellen müssen. Zumindest in dem offiziellen Teil, was man im Fernsehen zu sehen bekommt. Okay, ja, das kann schon sein. Ich muss auch ehrlich sagen, dass es auch bei unserer Staffel teilweise schon so war. Und das, wenn du nicht im Fernsehen ausgestrahlt wurdest, dann war das auch in dieser Staffel schon gerade so. Also von dem her ist es für mich nichts Neues. Okay. Aber es war halt immer was anderes. Wenn es dann ausgestrahlt wurde, dann wurde ganz nett noch was dazu gesagt und so. Ja. Also da ist vielleicht der Unterschied. Aber ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. Keine Ahnung, wie gesagt, das ist eine Show. Ich habe auch bei mir jetzt nicht. Ich war eine der letzten, die überhaupt zu dieser Blind Edition kam, und ich habe aber nicht damit gerechnet, dass sich da jetzt noch mal umdreht, weil halt alle Teams quasi voll waren. Ja, ja. Aber das ist halt, da sind halt richtig krasse Sänger rausgeflogen, und du verfolgst es ja auch nicht. Keine Ahnung, es gab dann noch natürlich WhatsApp, und es wurde natürlich auch schon gefilmst weiter. Nee, die ganzen guten waren dann eigentlich alle raus. Ja. Das Leben ist manchmal hart und manchmal auch unfair. Aber ich habe einen Song gesungen, der heißt 30 Minuten Leben. Ja, ist auch auf dem Album, richtig? Mhm. Ist nicht auf dem Album, aber im Album-Trailer. Ja, das war's gelaufen. Wir hatten in der letzten Sekunde eine Änderung vom Management, dass er nicht auf dem Album kommt. Okay. Da war der Trailer auch schon. Der kommt aufs nächste. Der kommt aufs nächste. Auf jeden Fall. Kann man sich auch. So, ich habe hier ein kleines Special gemacht. Und zwar ist es das Bierquiz. Oh. Es ist gar nicht so schlimm, denn die Frage geht nicht an euch, sondern an das Publikum. Ihr dürft nur eine Frage hier rausziehen und vorlesen. Gut. Wer möchte? Was die Antwort kommt. Das ist ein bisschen tricky. Okay. Die Frage ist, was macht Röstmalz? A. Das Bier dunkel, B. Das Bier stark oder C. Das Bier hitzebeständig? Genau. Das ist die Frage für die heutige Sendung. Und wir beantworten noch eine andere Frage aus der letzten Sendung, die da heißt oder hieß: Wie heißt im Buch Herr der Ringe der Wirt des Gasthauses zum tänzelnden Pony, in dem ein besonders gutes Bier ausgeschenkt wird? Weiß es jemand? Jemand Herr der Ringe? Also die Antwortmöglichkeiten waren Tom Bombadil, Sam Gamgee und Gerstmann Luther. Das ist nicht. Ich mag zu viel der Ringe gern, aber das ist C. Kannst du gerade mal die Antworten vorlesen? Ja, Tom Bombadil, Sam Gamgee oder Gerstmann Luther. Dritte? Ja. Wie es der Name schon nahelegt, Gerstmann Luther schenkt im Gasthaus zum tänzenden Pony das Bier auf. So, haben wir diese Frage auch geklärt? Ich habe natürlich nicht. Oh. Das musst du echt nachholen. Ja. Unbedingt. Ehrlich zu. Und euer Album natürlich auch noch. Das ist noch wichtiger. Ja. Was sind denn die Pläne für 2017? Dürft ihr was verraten? Klar, also was wir natürlich gerade machen, ist am neuen Album arbeiten. Und so wie bisher viel auftreten. Was geplant ist, ist eine Österreich-Schweiz-Tour. Mhm. Da bist du vielleicht auch dabei. Jetzt. Ja, genau, und ich glaube für live jetzt einfach noch ein paar neue Songs ins Repertoire aufnehmen, also die zwei, die wir bisher noch nicht gespielt haben, werden dann bestimmt auch live zu sehen sein, und es kommen jetzt auch noch neue Songs dazu, die noch nicht auf dem Album sind, aber auch gespielt werden sollen, und dann, ja, gerade ist eigentlich so die Phase, wo wir zu viel am Booking, glaube ich, dran sind. Und der Daniel hat auch ein Lied geschrieben. Genau. Das werden wir jetzt auch als nächstes spielen. Doch, jetzt schon wieder rausgeflogen aus. Dann kommen natürlich neue Musikvideos, die jetzt gerade auch dran sind. Das natürlich fürs Album heißt man Radio. Das kann man immer brauchen. Ja. Es muss ja auch kundgetan werden, dass es was Neues gibt. Das Debütalbum.
Wir zeigen es nochmal in die Kamera. So sieht es aus. Gibt es auf Amazon, iTunes und bei euch persönlich? Natürlich. Signiert, ne? Genau. Ja, das war ein Abend an der Bar mit Wohnerbund, Rock und Popband aus Stuttgart. Und das schaffen wir. Ich danke euch wieder für den Besuch. Vielen Dank, dass wir hier sind. Vielen Dank. Land, keiner hat so schönes Haar, keiner kennt jeden Trend und weiß so viel tolle Namen. Du und du mit der Welt ist zumindest was du. Oh,